Hallo, hier ist Vegan City, einfach gemacht. Heute bin ich mit einem Video oder möchte ich gerne ein Video drehen. Ich hatte ja letztens schon eins online gestellt und zwar habe ich ja berichtet, wie gut mir vegane Ernährung getan hat. Ich habe euch auch erzählt, dass ich viel bei Facebook unterwegs bin und dass da etliche, ganz viele Leute berichten, wie gut denen auch die vegane Ernährung getan hat. Ja, und da habe ich gedacht, ich möchte da einfach mal das auch wirklich live, dass die Leute das berichten, dass ihr euch wirklich einen Eindruck machen könnt. Und ich habe heute zu Gast Melanie. Hallo. Hallo. Eine liebe Facebook-Freundin von mir mittlerweile. Wir haben uns auf Facebook kennengelernt und die bereit ist, euch auch davon zu erzählen, wie das bei ihr so war mit der veganen Ernährung und wie es dir so damit ist. Ja, und wie es immer noch ist, genau. Mhm. Ja, dann erzähl doch mal, Melanie, was hat bei dir die vegane Ernährung so bewirkt? Was hat sich verändert? Rein gesundheitlich, eine reinere Haut habe ich bekommen. Mhm. Das Sodbrennen, was ich vorher immer hatte, hat sehr stark nachgelassen. Mhm. Dünner bin ich nicht geworden, also als Diät sehe ich es jetzt nicht an, also für ich jetzt persönlich nicht. Ich bin das beste Beispiel, sage ich mal, für vegan vor Fett. Also, also man muss nicht gerade so ganz dünn werden. Nein, also muss man ganz bestimmt nicht. Man muss auch nicht hungern, das ist auch nochmal ganz wichtig. Ja, das stimmt. Für mich persönlich hat sich geändert, dass ich mehr Energie habe. Also grundsätzlich mehr Energie als ich vorher noch, als ich mich omnivor ernährt habe. Das ist interessant, dass du das erzählst, Melanie. Und das habe ich nämlich tatsächlich beim letzten Mal vergessen. Ja. Also ich glaube nicht, dass ich das gesagt habe. Ich habe auch wesentlich mehr Energie bekommen. Mhm. Es war wirklich sonst so nach Mittag, ich muss mich ins Bett legen. Richtig. Ich kam vor wie meine eigene Urgroßoma. Mhm. Ich dachte, mein Gott, nochmal, das kann doch nicht sein, in diesem Alter und schon so müde irgendwo. Ja. Und es wurde wirklich total viel besser, ne? Ja. Also ich muss mich mittags definitiv nicht mehr hinlegen und ich bin auch abends viel länger auf, muss ich ehrlich sagen. Ich bin einfach energiegeladener. Ja. Das geht Kann ich wirklich nur unterschreiben. Und das ist interessant, also mit den Hautunreinheiten, wie stark war das bei dir so? Einfach wahnsinnige unreine Haut gehabt, müde Haut, gut, die Ränder unter den Armen habe ich immer noch, aber die habe ich schon als Kind gehabt, die werde ich wahrscheinlich noch nicht mehr los, das hat nichts mit der Ernährung oder ähnliches zu tun. Mhm. Also kann man von Akne reden oder würdest du sagen, einfach nur Mittäfferchen? Richtig, oder? Genau so ist es, keine Akne, also keine chronische Hautkrankheit in dem Sinne oder ähnliches. Ah, okay. Ja, aber ich sehe einfach, mein Hautbild hat sich verändert. Fantastisch. Ja, die Verdauung natürlich ist auch sehr viel besser. Wer Ballaststoffe zu sich nimmt, kann besser verdauen, also bringen wir es auf den Punkt. Mhm. Ist tatsächlich so. Ja, und natürlich, ich esse oder ernähre mich sehr vielseitiger, als ich noch zu Omnivore-Zeit mich ernährt habe. Das ist es kommen also ganz verschiedene Sachen auf den Tisch und ich probiere sehr viele Sachen aus. Ich war vorher natürlich auch schon immer gerne in der Küche gewesen. Ja, und auch eine gute Esserin nach wie vor. Ja. Aber es passiert jetzt heutzutage doch noch viel mehr in der Küche als... Was hast du denn so Neues kennengelernt? Die bösen Zeiten will ich mal sagen. Ja, was hast du denn so noch dazu kennengelernt? Anfänglich natürlich diese ganz einfachen Soja Produkte als Fleischersatz, damit bin ich gestartet. Klar, das Fleisch musste irgendwo ersetzt werden. Ich hatte niemanden, der oder die mich an die Hand genommen hatte, wo es lang geht, wie es auch ohne Fleisch und Milch. Alternativen aufzuzeigen oder sonstiges. Also erstmal stand ich dann vor diesem großen Loch, okay, ich lasse es jetzt weg und da war wirklich dann ein großes Loch gewesen. Mhm. Was bleibt da noch übrig? Mhm. Ein bisschen Gemüse und ich glaube, das ist tatsächlich für omnivore Ernährung, dass man dann erstmal denkt, um Gottes Willen, was muss ich alles verzichten? Verzichten dann aber nicht. Also dann kamen dann erstmal diese Fleischersatzsachen an, Tofu-Wurst, Seitan, Seitan geschnetzeltes, als Döner fertig gemacht, Medaillons, die Big Steaks, Big Steaks, als Schnitzel, als Gulasch, also ich konnte da schon wieder so kochen, wie ich vorher gekocht hatte, bloß dann halt mit den entsprechenden Ersätzen und dann ist natürlich dann auch nach und nach rutscht man tiefer rein oder ich bin tiefer reingerutscht mit dem Dörrofen zum Beispiel auch. Auch die rohvegane Küche wurde immer interessanter, wo ich erst gehört hatte, noch vor gutem Jahr, dass eine Freundin von mir versucht hatte, sie für 6 Wochen rohvegan zu ernähren, daran gescheitert ist, weil sie wirklich das Gefühl hatte, sie müsste verhungern. Gibt es da doch jetzt auch schon Gott sei Dank bei Facebook oder im Internet entsprechende Videos, Clips, Hinweise, Infos, die einen da an die Hand nehmen, wo man gerne mitschwimmen kann und
Das wurde jetzt oder wird jetzt auch immer mehr. Ich sag auch, ich bin noch nicht angekommen an dem Punkt, sondern ich ernähre mich oder in meiner Ernährung entwickelt sich weiter. Absolut. Sicherlich bleibt sie vegan, auf jeden Fall. Ja. Weil vegan tut gut und ich glaube nicht, dass es irgendjemand schlecht geht mit veganer Ernährung. Kann ich mir das kann ich mir beim besten Willen auch nicht vorstellen. Also wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt und wirklich einfach mal guckt, was gibt es alles. Ja. Ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so, dass man sich wirklich viel bewusster ernährt. Ja. Dass man irgendwo guckt, oh, was tue ich meinem Körper eigentlich an? Ja. Ne? Ja. So, dass man da schon schaut. Und also ich muss sagen, also deine Haut sieht fantastisch aus. Dankeschön. Meine doch auch, ne? Also ich habe wirklich sehr gelitten unter meiner Akne und das habe ich ja letztes Mal schon kundgetan. Mhm. Also ich bin so glücklich, dass es eine doch reine Haut ist und Und mit dem Sodbrennen, das ist interessant. Also das ist mir genauso, das ist meinem Freund so gegangen mit Sodbrennen. Mhm. Hattest du stark Sodbrennen? Ja, ich habe Tabletten genommen, ich hatte schon Pantoprazol genommen, täglich. Nee. Ja, über Jahre hinweg. Ach, sag mal. Morgens musste ich meine Tablette nehmen, also das war schon, wenn ich nur ein Glas Wasser getrunken hatte, dass ich, dann losging. Und das ist nahezu weg. Ich weiß, scharfe Sachen, also wenn ich jetzt wirklich mit Chili koche, mit ganz scharfen Gewürzen, weiß ich, könnte es durchaus durchschlagen. Ich weiß auch, wenn ich jetzt einen Wein trinke, der vielleicht nicht ganz so koscher ist oder so, dass ich dann auch Sodbrennen bekommen werde. Wenn ich mal nicht ganz drum herum komme, dann habe ich da nochmal mein Maloxan oder sonst irgendwie einen Blödsinn in der Tasche und benutze das aber sonst auf gar keinen Fall. Also gar keinen Fall. Also würde man sagen, fast komplett weg. Richtig, genau so ist es. Hat vielleicht auch viel mit der Seele zu tun, ne? Weil man, wenn bei der veganen Ernährung, sage ich immer, lässt dann auch die Seele so ein bisschen mehr leuchten. Wie viel Leid nimmt man in sich auf? Ja, das stimmt. Ne? Ja. Und darauf wollte ich jetzt auch unbedingt auch nochmal drauf ansprechen. Ich finde das also ein ganz wichtiges Thema. Wenn ich jetzt die Produkte der Tiere, das Fleisch, die Milch oder Ähnliches zu mir nehme, die in ihrem Leben, ja, nichts Positives erfahren haben, eigentlich auch nur Leid oder Ähnliches. Ich nehme ja eigentlich pures Leid in mir auf. Ja, das ist, sag ich jetzt mal, die feinstoffliche Geschichte, richtig, die dazu kommt. Richtig. Also das denke ich auch. Und um nochmal bei dem Grobstofflichen zu bleiben, also ich denke, die Tiere bekommen ja auch sehr viel Antibiotika, Medikamente, damit sie, sag ich jetzt mal, produzieren können, ne, die Kühe, die Milch und so weiter, damit überhaupt ihre Kälber austragen können und so weiter, wird schon oft sehr viel werden viele Medikamente eingesetzt. Und ich weiß das von einer Kollegin, die hatte beim Tierarzt gelernt und hatte gesagt, also mein Tier ist morgens die Vormittagsstunden unterwegs und zum Schweinespritzen. Und die hatte da wirklich mehrere Eimer stehen, also Mayonnaise-Eimer und Ketchup-Eimer. Und ausgespült natürlich. Aber die waren voll mit Spritzen. Und die hat da wirklich dann so eine große Literflasche gehabt und war nur diese Spritzen am Aufziehen und sagte, naja, da fährt er jetzt alle 3 Tage in einen so einen Maststall rein und dann werden da die Ferkel und die Schweine gespritzt oder so. Boah. Was mich damals noch nicht abgehalten hatte, weiterhin Fleisch zu fressen. Ja, ja, also das ist, also das nehmen wir ja über das Fleisch und auch über die Milch natürlich oder mit Produkte, nehmen wir das natürlich auch mit auf. Ne? Das darf man nicht vergessen. Ne? Ja. Und das ist diese Wirkung, dieser Cocktail, der sich da zusammenbraut in unseren Körpern. Richtig. Und wir sozusagen als Endverbraucher dann, ne, das ist, die Wirkung darf man nicht unterschätzen. Ja. Ne? Und ich glaube, dass da sehr, sehr viel Allergien, sehr viel Krankheiten herrühren. Und eben dann, um vom Körper dann wegzukommen, eben wirklich auch diese, seelisch, emotional, sag ich jetzt mal, auch seine Wirkung hat. Ne? Ja, zum Thema Allergie möchte ich da auch unbedingt nochmal was sagen. Ja. Also ich lebe jetzt seit 3 Jahren rein vegan. Ja. Der Übergang war fließend gewesen. Also ich hatte dann auch das Glück gehabt, dann mit einigen bekannten Veganern dann schon Kontakt zu haben. Und die haben mir auch immer gesagt, lass dir einfach deine Zeit, du kommst da schon irgendwo hin. Und das hat auch gut getan, weil dann war dieser Druck einfach raus. Ja. Weil ich wollte unbedingt, aber hab's irgendwo, ja, auf gut Deutsch gesagt, noch nicht so ganz schnell geschissen gekriegt. Ja. Der Übergang war also innerhalb von einigen Wochen dann aber dann schon abgeschlossen. Ich bin vor 5 Jahren angefangen, stark zu reagieren auf Blütenpollen, sehr stark mit Gesichtskribbeln, Augentränen, die Nase, die hat so dermaßen gejuckt, dass ich mal gesagt habe, ich wünsche mir eine elektrische Zahnbürste, um entsprechend nachkratzen zu können. Habe dann auch angefangen, angefangen dann auch da Medikamente zu nehmen, mit dem Arzt gesprochen, der hat mir Medikamente gegeben, wollte ich dann aber eigentlich auch nicht nehmen, vielleicht auch aus dem Zusammenhang heraus, dass da ja dann vielleicht auch mein Sodbrennen resultierte, man weiß es nicht. Mhm. Seitdem ich mich vegan ernähre, habe ich keine Allergie mehr. Es ist wohl schon im Frühjahr so ein bisschen, dass mal die Nase so ein bisschen juckelt und dann muss man vielleicht auch mal ein bisschen häufiger die Nase putzen. Aber so extrem, wie ich das hatte, habe ich seit meiner veganen Ernährung nicht mehr. Also von daher glaube ich ganz stark, dass irgendwo was den Tieren gespritzt wird, worauf wir ganz stark reagieren. Ja.
Oder eben, wie ich letztens auch gehört habe, diese Mastanlagen haben ja da auch ihre schönen Schornsteine auf ihren Fabriken. Ja. Diese schönen braunen Schornsteine sieht man in Münsterland ja eigentlich immer sehr häufig. Ja. Und die sollen in dieser Gegend auch leider. Genau, ja. Die sollen eigentlich ja auch sehr gut filtern, aber man hat auch festgestellt, jetzt ist noch eine Studie gesehen und das glaube ich auch, also das unterschreibe ich auch, dass also innerhalb der näheren Umgebung von solchen Mastfabriken viele Leute tatsächlich ganz stark an Allergien leiden. Ja, das denke ich übrigens auch. Ja, das habe ich letztens auch mitbekommen, dass jemand schrieb auf Facebook, die das auch so berichtete. Also wenn man sich vorstellt, dass eben eine kleine Anlage 20.000 bis 30.000 Hühner hat, eine kleine Anlage, also ein so ein längliches Gebäude, meistens sind es ja drei oder vier hintereinander, was da dann eben an Mist zusammenkommt und wenn dieser Mist dann eben getrocknet ist oder ähnliches und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass manches vielleicht auch willentlich durch den Schornstein geblasen wird, weil da entweicht schon einiges. Entsorgung kostet ja auch. Noch eine Frage, Melanie. Ja. Und zwar sagst du, du hast ja wirklich jahrelang Sodbrennen gehabt. Ja. Jetzt bin ich ja ganz neugierig, ne? Ja, ich merke schon. Wir sitzen hier gerade so schön zusammen. Ja. Bist du damit mal zum Arzt gegangen oder zum Heilpraktiker? Hat er dir mal einen Tipp gegeben? Der Allgemeine. Hat er irgendwas hinterfragt, auch wie du dich ernährst? Nein, oder definitiv mal nicht gefragt, sie müssen mal entsäuern? Nein. Irgendwie sowas? Nein, ich war ein Allgemeinmediziner gewesen. Mehrmals, wurde dann auch gesagt, gut, das könnte auch irgendwo schon fast eine Gastritis sein, die du dir da angelacht hast. Wenn es noch schlimmer wird, dann musst du einfach mal ein Schläuchchen schlucken. Die erste Frage war wirklich einen Schlauch schlucken. Ein Schlauch schlucken. Also einfach mal reinschlucken, genau so. Ach so. Mhm. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, also ob der dir Hinweise gegeben hat, wie du dein Leben in den Griff kriegst. Das ganz Einfache, du darfst keine scharfen Sachen essen, lass den Alkohol außer Figur, rauch halt weniger oder gar nicht. Gut, das hat natürlich alles seinen Wert, selbstverständlich, das soll man nicht einfach nur so hinstellen. Aber das war es gewesen eigentlich, also näher nachgefragt wurde da nicht. Aber ich denke auch, da sind die Mediziner drauf geschult. Ja, ne? Bist du denn jetzt so bei einem Arzt gewesen oder hast du bei einem Arzt dann, genau. Okay. Das war dann eben auch so gewesen, dass ich meine Medikamente bekommen hatte, eben dieses Pantoprazol und morgens die Pille und dann war der Magen ruhig. Also habe ich gar nicht großartig weiter hinterfragt. Ja. Was ich jetzt auch wieder mache. Ja, ne? Da bin ich auch einmal erstmal so aufwacht. Ja, weil ich sag mal, das vegane Erwachen, genau, das zieht oft, sag mal, doch andere Sachen auch noch absolut ein bisschen her. Ne? Man guckt doch hier und da auch politisch, da können wir dann auch mal drüber sprechen. Ja. Ne? Das ist dann aber noch ein ganz anderes Thema. Ja, hast du sonst noch irgendetwas, was du gerne berichten möchtest, was dir noch so einfällt? Zu diesem Thema, denke ich, haben wir erstmal so alles besprochen. Haben wir ja schon mal alles besprochen. Genau, und dann knöpfen wir uns dann die nächsten Überschriften vor. Ja, genau, das machen wir. Okay. Hab herzlichen Dank, liebe Melanie. Gerne. Danke für die Einladung. Okay, dann würde ich sagen, das war ja nun wirklich ein tolles Statement und vegan macht gesund. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Eure Ursel. Ciao. Tschüss.